Seit gut 2,5 Jahren besteht nunmehr die Städtepartnerschaft zwischen Magdeburg und Saporoschje in der Ukraine. Vor wenigen Tagen wurde eine neue Hilfssendung auf den Weg nach Osten gebracht. Auf eigenen Rädern sozusagen. Es handelt sich nämlich um zwei Müllfahrzeuge. Die Betriebsleiterin des städtischen Abfallwirtschaftsbetriebes Doris König und Gundula Henkel vom Internationalen Büro des Wirtschaftsdezernates übergaben die Fahrzeuge an das ukrainische Unternehmen Granik. Zwei Fahrer aus Saporoschje holten die beiden Autos höchstpersönlich ab. Rund 5 Tage sind sie unterwegs in die Heimat. Bei Erstausstrahlung dieser Sendung könnten sie kurz vom Ziel sein. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Städtepartnerschaft zu Saporoschje hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Anfangs war ich persönlich auch skeptisch, ob das was bringt, wenn sozusagen angeregt durch die Wirtschaft in Magdeburg so eine Partnerschaft beschlossen wird. Der Stadtrat hat die dann beschlossen und dann ging es los. Ich bin auch mehrmals persönlich selbst schon dort gewesen und ich kann nur sagen, heute steht die Partnerschaft zu Saporoschje auf einem breiten Fundament und es gibt ganz unterschiedliche Aktivitäten. Eine davon haben wir heute gerade gesehen, das ist der ganze Bereich Hilfe, Unterstützung, auch bei technischen Angelegenheiten, ob das zwei Müllfahrzeuge heute sind oder wie im Mai ein humanitärer Hilfstransport mit medizinischen Hilfsgütern, die in Krankenhäusern Saporoschjes dringend benötigt werden, ob das Kooperation auf dem Gebiet Wohnungsbau ist, da geht es um energetische Gebäudesanierung oder um den Bereich Tierschutz, auch da gibt es ein tolles Projekt, das entstanden ist, also diese Partnerschaft lebt wirklich. Wer hatte die Idee mit den Müllfahrzeugen? Die Idee mit den Müllfahrzeugen kommt aus dem Wirtschaftsdezernat. Diese Müllfahrzeuge werden hier in regelmäßigen Abständen abgeschrieben in Magdeburg. Die werden dann nach ungefähr 10 Jahren ausgemustert. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und jetzt haben wir den Saporoschjen eben die Möglichkeit gegeben, diese Fahrzeuge für einen günstigen, aber marktüblichen Preis zu erwerben. Es ist also nicht so, dass hier irgendwie Almosen verteilt werden, sondern es geht darum, konkret dort zu helfen, wo es notwendig ist und ihnen die Möglichkeit zu geben, hier diese technisch noch völlig funktionsfähigen Fahrzeuge zu erwerben. Beide Fahrzeuge sind 8 Jahre alt und haben je rund 120.000 Kilometer auf dem Tacho. Granik zahlt dafür zusammen 11.200 Euro.